Kapitel 13. Danasus. Die Hauptstadt der Nachtelfen war einer von Anduins absoluten Lieblingsorten, auch wenn er nur selten Gelegenheit hatte, hierher zu reisen. Die Kaldorei waren ein wunderschönes Volk und dasselbe galt für ihre Stadt, die sich geschützt in die Umarmung des titanischen Weltenbaums Teldrassil schmiegte. Anduin stand gerade neben Hohepriesterin Tirande Whisperwind und ihrem Geliebten, dem Erzdruiden Malfurion Sturmgrimm, im Tempel des Mondes. Ein tiefes Gefühl des Friedens erfüllte diesen Ort, während die Hüter des Tempels anmutig und zielstrebig ihren Aufgaben nachgingen. Das rhythmische Geräusch leise plätschernden Wassers war beruhigend, ebenso wie der Anblick der Statue von Haidane, die eine Schale über ihrem Kopf hob, aus welcher die schillernde Flüssigkeit des Mondbrunnens strömte. Deine Gedanken kehrten zum Netherlicht-Tempel zurück. Das Licht findet uns, dachte er. Uns alle. Es wählt die Geschichte oder das Gesicht oder den Namen oder das Lied, das uns am tiefsten anrührt. Wir mögen es Elune oder Anche nennen oder einfach nur das Licht, aber Namen sind bedeutungslos. Wir können uns sogar von ihm abwenden, wenn wir wollen, aber es wird immer da sein. Er merkte, dass Tirande ihn beobachtete. Ein schmales Lächeln auf ihren Lippen, sie verstand. Ich bedauere, dass ich eure wundervolle Stadt nicht schon öfters besucht habe, sagte er laut. Es liegt in der Natur des Krieges, uns von den Orten fernzuhalten, die unseren Geist nähren, erwiderte Tirande. Mit einem Seufzen wandte Anduin sich von der Statue ab und blickte die beiden Anführer an. In meinem Brief konnte ich nur anreißen, welchen Kampf wir uns nun gegenüberstehen, sagte er. Ein Kampf, dessen Ziel die Heilung unserer Welt ist. Hat Magni euch bereits aufgesucht? Noch nicht, antwortete Malfurion. Aber die Welt ist groß, und auch wenn er nun der Sprecher sein mag, muss er doch weit reisen. Außerdem entsandten wir bereits Mitglieder aus dem Zirkel des Szenarios nach Silithus. Nach der Tragödie wollten wir das Ausmaß des Schadens abschätzen. Wir haben die Sache im Auge, hatte Shaw gesagt. Nicht zum ersten Mal und ganz sicher auch nicht zum letzten Mal bin ich froh, dass die Bande zwischen unseren Völkern so eng sind, erklärte Anduin. Was konnte der Zirkel in Erfahrung bringen? Die beiden wechselten einen Blick. Dann kommt, sagte Malfarion. Lasst uns ein Stück reiten. Anduin begleitete sie durch das frühlingshafte Gras des Tempels und durch den geschwungenen Torbogen. Jenseits davon warteten zwei Schildwachen, furchteinflößende weibliche Soldaten, die die Stadt beschützen, mit drei Nachtsäblern. »Wisst ihr, wie man so einen reitet?«, fragte Tirande mit einem Lächeln. »Ich habe schon Greifen und Hypogryphen und Pferde geritten«, erwiderte Anduin. Aber noch nie ein Nachtsäbler. Sie sind Greifen nicht unähnlich, aber ihre Bewegungen sind geschmeidiger. Ich bin sicher, ihr werdet es genießen. Eines der Tiere war schwarz gepunktet, ein anderes hatte hellgraues Fell und der dritte Nachtsäbler war weiß mit Streifen. Er erinnerte den jungen König an den weißen Tiger Xuen, dem er in Pandaria begegnet war. Tatsächlich war die Ähnlichkeit zu groß. Es hätte sich respektlos angefühlt, ihn zu reiten. Also wählte er das graue Tier und schwang sich mühelos in den Sattel. Die große Katze blickte über die Schulter zu ihm hoch, brummte und schüttelte den Kopf. Dann setzte sie sich mit gleichmäßigen Sätzen in Bewegung, die genauso geschmeidig waren, wie Tirande es versprochen hatte. »Ich glaube, die Lage ist in der Tat so ernst, wie der Sprecher sie darstellte«, erklärte Malfurion. Während das Trio die mit einem Teppich ausgelegte Rampe hinabritt und sich dann über den weißen Marmor vom Tempel entfernte. Seine Stimme hielt er bewusst gedämpft. Alle in der Burg Cenarius und im Rest der Region wurden augenblicklich dahingerafft. Ich schickte Priesterin, sobald ich davon erfuhr, fügte Tirande an. Mehr sagte sie nicht dazu. Niedergeschlagen überlegte Anduin, welch schrecklicher Anblick die sanftmütigen Schwestern von Elune erwartet haben musste. Sageras
hatte mehr als nur eine Welt verwundet, und der einzige Trost in all dem war, dass der wahnsinnige Titan endlich eingesperrt war, nachdem er so lange eine Schneise der Verwüstung durch das Universum gezogen hatte. Unser erster Gedanke war, Gruppen von Druiden und Priestern zu entsenden, auf dass sie Mondbrunnen errichten, fuhr Mafurion fort. Das ergab Sinn. Das heilige Wasser von Mondbrunnen konnte Wunden verschließen und Energie und Lebensgeister wiedererwecken. Aber es wurde auch oft benutzt, um verderbte Gegenden zu reinigen oder wie in diesem Fall, um verwundete Regionen zu heilen. Hattet ihr Erfolg? Fragte Anduin. Noch ist es zu früh, um das zu sagen. Die meisten unserer Gruppen hatten noch nicht mal die Gelegenheit, einen Brunnen zu bauen. Die Goblins sind fleißig dabei, Azeroth zu plündern. Malfurions sonst so angenehme, tiefe Stimme bebte vor verwundetem Zorn. Und es gibt viel, viel für sie zu bergen. Wie Magni euch schon sagte, die Essenz der Welt ist an die Oberfläche getreten. Wir sind sogar selbst auf eine Ader gestoßen. Eine Ader. Anduins Gedanken wanderten zu dem komplexen Netzwerk von Adern und Arterien, das einen lebenden Körper durchzog. Seltsam, dass schon vor langer Zeit, lange bevor irgendjemand erkannt hatte, dass Azeroth in Wirklichkeit ein schlummernder Titan innewohnte, bereits der Ausdruck Ader benutzt worden war, um die Ablagerung von Mineralien zu beschreiben, die sich durch die Welt schlängelten. Malfurion lenkte seinen schwarz gestreiften Nachtsäbler nach rechts, auf die Terrasse der Krieger zu. Als sie an den Bürgern von Danassus vorbeiritten, drehten sich viele herum, um den jungen König von Stormwind zu mustern, um sich zu verbeugen, um ihnen zuzuwinken. Anduin lächelte und winkte zurück, auch wenn das Thema, das er gerade mit den Anführern dieser danassischen Schaulustigen besprach, alles andere als fröhlich war. Wir haben Proben gesammelt, die wir nun studieren, führte Malfurion weiter. Es ist... Anduin wusste, dass der Erzdruide weit über 10.000 Jahre alt war, doch selbst ihm fehlten bei dieser Substanz die Worte. Einen Moment lang schien der Nachtelf regelrecht hilflos. Tyrande, die im perfekten Gleichschritt dicht neben ihren Ehemann dahinritt, streckte schweigend die Hand aus und drückte kurz seinen Arm. Anduin musterte Malfurion mit tiefem Mitgefühl. »Ich habe das Azerit in Händen gehalten«, sagte er leise, »und ich weiß noch genau, wie es mich überwältigte. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es auf jemanden wirken muss, der so eng mit der Natur und dem Landen verbunden ist. Ich kann nicht leugnen, dass es überwältigend ist. Es birgt gewaltige Macht, die zum Guten oder zum Bösen eingesetzt werden kann. Tyrande und ich, alle Kaldorei, wir werden tun, was wir können, um zu verhindern, dass es missbraucht wird.« Die Terrasse der Krieger ragte nun vor ihnen auf. Ganz oben erwartete sie eine Einheit von 5 Schildwachen in Hab-8-Stellung. Ihre Anführerin war eine Elfe mit langem, dunkelblauem Haar, das zu einem Pferdeschwanz nach hinten gebunden war. Sie hatte blasse, rötlich-violette Haut und die traditionellen Markierungen auf ihrem Gesicht sahen aus wie Klauenspuren. Wie ihre Schwestern war auch sie kräftig und schlank und unerschütterlich. Aber eins unterschied sie von allen anderen Schildwachen, denen Anduin zuvor begegnet war. Ihre Miene war nicht hart und ehern. Tyrande rutschte von ihrem Säbler und begrüßte die Frau herzlich. Anduin und Malfurion stiegen ebenfalls ab. Eine Hand auf der Schulter der Schildwache drehte Tyrande sich zu ihrem Gast um. »König Anduin Vryn«, sagte sie, und Anduin erkannte, dass es noch lange dauern würde, bis er sich an diesen Titel gewöhnt hatte. »Darf ich euch Hauptfrau Cordessa Dornbogen vorstellen?« Die Hauptfrau wandte sich Anduin zu und neigte den Kopf. »Es ist mir eine Ehre«, sagte sie. »Freut mich, Hauptfrau«, erwiderte er. »Ich habe euch bei den Verhandlungen in Pandaria gesehen.« Sie lächelte. »Es schmeichelt mir, dass ihr euch noch an mich erinnern könnt.« »Wir waren mit der Forscherliga in Kontakt«, erklärte Tyrande. »Normalerweise können sie auf sich selbst aufpassen, aber angesichts der gegenwärtigen Lage in Silithos bot ich ihnen Cordessas Einheit als Begleitschutz an.« Ihre Augen funkelten. »Man darf die Goblins nicht unterschätzen.
Und wenn in einer Region so viele von ihnen herumkreuchen, bedeutet das eine ernste Gefahr. Eine weise Entscheidung, lobte Anduin. Ich bin sicher, es wird mehrere Expeditionen geben. Also werde auch ich ein paar meiner eigenen Einheiten als Begleitschutz abstellen. Er hatte nicht viel für den Krieg übrig, aber er wusste, dass an andere im Kampf Erfüllung daran fanden. Und auf diese Weise könnten sie ihre Ausbildung für einen guten Zweck einsetzen. Die Druiden und Schamanen brauchen keinen zusätzlichen Schutz, warf Mephurion ein. Aber die Mitglieder der Forscherliga sind mehrheitlich Archäologen und Forscher. Und im Moment können wir auf ihre Arbeit nicht verzichten. Ein weißer Wirbel ein paar Schritte entfernt erregte ihre Aufmerksamkeit. Das unverkennbare Geräusch eines sich öffnenden Portals ging davon aus. Und einen Augenblick später erschien ein Gnom, der nur aus Augenbrauen und Schnauzbart zu bestehen schien. Goldene Stickereien auf seinen purpurnen Wappenrock stellten das allsehende Augen dar. Das Symbol der Kirin Tor. Was konnten die mächtigsten Magier auf ganz Azeroth wohl von Tyrande und Malfurion wollen? Fragte sich Anduin. Doch dann stapfte der Gnom geradewegs auf ihn zu, und der König erkannte, dass es nicht um die Herrscher von Danasus waren, um die es ging. Seid gegrüßt, hohe Priesterin, Erzdruide, sagte der Kirin Tor, wobei er zu den ungleich größeren Nachtelfen hochnickte. König Anduin, diese Nachricht ist für euch. Danke. Licht, bitte, lass es nicht noch mehr schlechte Neuigkeiten werden. Das würde unsere arme Welt nicht ertragen. Er brach das Siegel und las, wobei er spürte, wie sich sämtliche Augen auf ihn richteten. An Anduin Vryn, König von Sturmwind. Kallegos, von den Kirin Tor entbittet euch Grüße. Eure Majestät, ich hoffe, es geht euch gut. Wie ich hörte, seid ihr zu einer Reise aufgebrochen, um den Mitgliedern der Allianz für ihren Beitrag während dieses schrecklichen Krieges zu danken. Das ist genau das, was ich von euch erwarten würde, mein Freund. Und ich hoffe, alles verläuft, wie ihr es wünscht. Unsere gemeinsame Freundin hat mir gerade einen unerwarteten Besuch abgestattet. Ich glaube, wir werden sie so bald nicht wiedersehen. Aber ich vertraue darauf, dass sie zurückkehren wird und dass ihr Geist ruhiger und klarer sein wird, nachdem sie sich eine Weile von den Nöten dieser Welt zurückgezogen hat. Es ist schwer zu genesen, wenn eine Wunde immerzu aufs Neue aufgerissen wird. Ich habe keine Ahnung, wohin sie gehen wird, aber ich dachte, ihr würdet es sicher wissen wollen. Kallek. Ist alles in Ordnung, Eure Majestät? Fragte Malfurion leise. Alles in allen waren es gute Neuigkeiten, dennoch erfüllte Anduin einmal mehr Bedauern darüber, dass Jaina sich verloren hatte. Ebenso wie Kallek hoffte er, dass sie die Antworten und den Frieden finden würde, die sie so dringend brauchte. Ja, sagte er, nur eine Benachrichtigung in einer persönlichen Angelegenheit. Nichts Schlimmes. Soll ich eine Antwort zurückbringen? Erkundigte sich der gnomische Kurier. Sag Kallegos, dass ich die Nachricht erhalten habe und seine Hoffnungen teile. Danke. Der Gnom nickte. Dann noch einen schönen Tag. Seine kleinen Hände vollführten Bewegungen, denen Anduin kaum folgen konnte, und die Luft vor ihm begann zu schimmern. Kurz erhaschte Anduin einen Blick auf die wunderschöne schwebende Stadt Dalaran. Dann war der Gnom auch schon hindurchgetreten und das Portal verblasste hinter ihm. Er wandte sich wieder Tyrande und Malfurion zu. In diesem Brief ging es um Jaina, informierte er sie. Laut Kallegos ist sie in Sicherheit. Gut zu hören, sagte Tyrande. Auch wenn ich mich fragen muss, warum sie dann nach der verhärteten Küste nicht gemeinsam mit uns gegen die Legion gekämpft hat. Kommt sie zurück? Anduin schüttelte den Kopf. Jedenfalls nicht gleich, aber hoffentlich eines Tages. Und möge dieser Tag bald kommen, fügte Malfurion hinzu. Die Welt braucht jeden Verteidiger, den sie bekommen kann. Wohl wahr, bestätigte Anduin. Sein ursprünglicher Plan war es gewesen, sich als nächstes mit Velen bei der Exoda zu treffen.
Er hatte vor ein paar Jahren längere Zeit dort verbracht und sie kam für ihn einer zweiten Heimat am nächsten. Dementsprechend hatte er sich bereits darauf gefreut, einmal mehr in die kristallenen Hallen zurückzukehren, um mit den herzlichen und freundlichen Dirinai zu sprechen. Doch Velen hatte die Dirinai bereits über Magnis Warnung informiert. Vermutlich waren sie alle schon fleißig bei der Arbeit, bis hin zu den kleinsten unter ihnen. Die Exoda und Velen brauchten ihn jetzt nicht. Nein, er musste dafür sorgen, dass andere von den Nachrichten erfuhren und in Aktion traten. Aber das war eine Aufgabe, die er nicht allein bewerkstelligen konnte. Anduin traf eine Entscheidung. Er würde nicht zur Exoda reisen, sondern kurz nach Sturmwind zurückkehren und sich dann von dort zu dem dritten Ort aufmachen, der sich in seinem Herzen wie ein Zuhause anfühlte. Zum Netherlichttempel.